Tauzi ruft an. Eine neue Folge. Herzlich willkommen. Und heute mit einem Mann, den kann man, glaube ich, definitiv als FCS-Kult bezeichnen. Der Chef des FCS-Fanradios, Kai Zimmer. Servus. Hi, Christoph. Ich habe eben mal überlegt, ich glaube, du warst mit mir schon mal in Thailand, in den USA, mehrfach auf Mallorca und garantiert auch noch bei anderen Urlauben, wenn wir auswärts gespielt haben und ich natürlich das Fanradio verfolgt habe. Okay. Also ich habe in einem Pool gelegen und ein Bierchen getrunken und du musstest rackern. Aber ihr habt eine Menge Leute, die von außerhalb zuhören, oder? Ja, das ist. Wir haben schon ein paar, die auch von außerhalb zuhören und immer beeindruckend, das zu hören. Kroatien, Serbien, Russland auch und so weiter. Überall hören uns Leute zu. Auch die richtigen Russen dürfen natürlich gerne das Fanradio hören. Natürlich. Wenn sie nicht gerade irgendwelche Ansinnen haben, irgendwelche Länder einfach so zu überfallen. Ist Russland so der weiteste Hörer, den ihr hattet, oder gab es da auch noch welche, die noch? Das war Vietnam. Vietnam. Ricky hat das damals rausgefunden. War Vietnam. Geil. Und das war dann ein Saarländer, der in Vietnam arbeitet, oder wirklich ein Vietnamese? Das konnten wir leider nicht zurückverfolgen. Nur der Ricky hat erzählt, es war Vietnam. Ich habe mir hier extra was bereitgestellt. Ich meine, es ist jetzt erst Mittag, aber ist ja egal, es ist schon nach 12 gleich. Weil ich würde gerne auf dich anstoßen, denn du hast ein besonderes Jubiläum im Fanradio hinter dir, ne? Ach, du meinst das Magdeburg-Spiel? Ja. Das 200. Ja, cool. Aber ich kann nur damit anstoßen. Das ist Luca Kerber-Tasse im Kaffee. Oh, sehr gut. Also ganz ehrlich, hier dann nochmal Prost. Prost. Der Inhalt in der Tasse ist perfekt, ist die perfekte Kombi. Sehr schön. Vierte Folge, Tauzi ruft an und schon fängt man an zu saufen. Das gefällt mir. Nee, aber 300. Spiel gegen Magdeburg, 300. Einsatz am Fanradio war, ich meine, war ein geiles Spiel, aber war das für dich auch ein besonderer Moment? Ja, also nicht wegen den 300 Spielen, sondern weil das Spiel war natürlich wunderbar. Wir haben am Ende verloren. Tobi Jennecke hat am Ende gesagt, das war halt alles gegeben. Super Spiel, verloren. Und für mich persönlich war das ein besonderer Moment. Ich komme runter in die Lobby vor dem Spiel und dann steht auf einmal die Ruby, jeder kennt sie, Sabine Kulz, ja, sagen wir es mal so. Dort mit einem Yes-Törtchen, ja, mit so einer Kerze drauf und sagt, Kai, für dein 300. Spiel hier, für dich. Und das war für mich schon besonders, ja. Kann man sich übrigens auch immer noch anschauen, auch als Video auf der Instagram-Seite von der FCS-Fanbetreuung, denn die haben es gefilmt und man hat an deinem Gesicht gesehen, dass du nicht nur sehr überrascht warst, sondern auch wirklich sehr gerührt. In der Tat. Ja, seit 13,5 Jahren machst du das jetzt. 5. August 2008 war dein erster Einsatz. Okay. Und eigentlich muss man sagen, ein ganz schlimmes Spiel aus FCS-Sicht, weil unsere erste hat gegen die zweite von Elversberg gespielt. Genau, dieses Unentschieden, 0-0 zu Hause, ja. Was hast du da noch so für Erinnerungen? Das erste Mal am Mikrofon. Gott sei Dank, nicht mehr viel. Nee, aber ja, das war aber irgendwie auch was Gutes, weil Dieter Ferner war da unten, weißt du? Ja. Und hat uns irgendwie nach vorne gebracht und ja, trotzdem, das erste Spiel war Katastrophe. Es war 0-0. Am Ende sind wir aber mit 81 Punkten dann trotzdem aufgestiegen in die Regionalliga. Und dann ging es ganz knapp, genau. Und dann ging es ja direkt wieder los mit einem Spiel am ersten Spieltag gegen Elversberg. Du kannst gerne weiterreden. Nee, aber dann wieder gegen Elversberg, aber gegen die erste Mannschaft. Ja. Und das wirft mir meine Frau heute noch immer vor. Und zwar, das war in Neunkirchen gegen Elversberg ein knappes 0-6 aus unserer Sicht. Und paar Tage vorher wurde unsere Tochter geboren. Oh. Die Hanna. Ja. Und da habe ich gesagt, Kaiserschnitt. Und da habe ich gesagt, komm. Ja, normalerweise heißt es ja 7 Tage, aber komm voll nach Hause. Aber sie hat es echt gemacht. Und dann kam das Ergebnis raus. Und ja. Jetzt sitzt du gerade im Kinderzimmer von deinem Sohnemann, der, wie man im Hintergrund sehen kann, auch FCS-Fan ist, Gott sei Dank. Kaum. Wie bist du denn zum FCS-Fan geworden?
85, Papa, SR, mich mitgenommen gegen Borussia Dortmund 0-0. Und da hieß es, Junior, das Ergebnis ist gut. Also 0-0 ist erfolgreich. Und da habe ich gedacht, der FCS ist immer erfolgreich. Und ja, da war es vorbei. Ich muss ja wirklich sagen, ich habe großen Respekt vor dem, was du da machst am Mikrofon. Ich habe ja ein einziges Mal das Fanradio kommentiert. Es war kurioserweise das allererste Mal, als es das gab, irgendwie 2007 im Mainzer Bruchwegstadion 0-3 verloren gegen die zweite von Mainz zusammen mit Frank Falkenauer, weil zum einen ist es, finde ich, sehr, sehr schwer, 90 Minuten durchzusprechen und zum anderen kannst du was ich überhaupt nicht kann. Du kannst nämlich auch in emotionalen Momenten objektiv sein. Dir ist noch nie was Böses rausgerutscht, ne? Selbst egal, wie aufregend das Spiel war. Gut, schön zu hören, aber ich wüsste jetzt auch nicht. Also ich was Böses, was meinst du mit Böses? Naja, also ich bin mal ganz froh, dass da unten das Mikrofon relativ weit weg ist, wenn ich im Stadion stehe, weil, also wenn ein Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, mit der ich nicht einverstanden bin, dann lasse ich das hin und wieder auch mal raus. Genauso wie bei irgendwelchen Spielern der anderen Mannschaft. Okay, naja, ist auch schon mal vorgekommen, ja, das ist auch schon mal vorgekommen. Es gab auch schon mal manche Versprecher. Mhm. Deswegen, ich sage ja auch nicht mal der ballführende Spieler, weil da gab es ein Fauxpas damals im Mittelach, Oberliga noch. Ja. Da habe ich nicht der ballführende Spieler gesagt, sondern was anderes. Weißt du, was ich meine? Ich habe dann was ganz Böses gesagt und wollte ich nicht. Das war einfach nur ein Versprecher, aber. Der spielballende ja. Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Und seitdem vermeide ich immer, der ballführende Spieler zu sagen. Das von mir im Fanradio niemals mehr hören. Ja, ihr müsst euch ja teilweise auch echt zusammenreißen, weil ihr nicht unbedingt immer die besten Plätze habt. Also teilweise habt ihr in den letzten Jahren ja auch einfach mal so auf der Tribüne gesessen zwischen den ganzen anderen gegnerischen Fans. Ja, in der Tat. Beste Beispiel jetzt in Würzburg. Das war vor ein paar Spieltagen, weil da zumal die greifen auch einen an, das war in Mannheim zum Beispiel so. Also ich bin da so froh, dass ich immer so tiefenentspannt bin, aber das Sven dann auch aktiv, aber von hinten dran wirst du dann angegriffen, so, teilweise sogar, aber ist egal, alles gut. Aber gab es da schon mal auch körperliche Angriffe auf euch in irgendeinem Stadion? In Pirmasens war das, ja. Was ist da passiert? Ah ja, Schläge, also Hinterkopf geschlagen. Also nichts Schlimmes jetzt, ne, dass er irgendwie verletzt war, aber Schläge gab es schon, ja. Okay, ja, da muss man sich schon auch mal. Ist es dann so, dass man manchmal vielleicht denkt, wir reden jetzt mal ein bisschen leise, damit die drumherum nicht so viel mitbekommen, weil die sind schon aggressiv genug? Da wäre man fehl am Platz, oder? Ja, das Schöne ist ja, ich meine, du zelebrierst ja auch vor allem die Tore immer sehr ausführlich und sehr laut. Das wird den Leuten um dich herum ja nicht verheimlicht bleiben. Nee, also du kriegst den Kai zwar aus der Kurve, aber nie die Kurve aus dem Kai. Und das ist ja auch gut so. Das mögen wir ja auch. Gibt es denn jetzt in diesen 13,5 Jahren so ein, zwei Spiele, wo du sagen würdest, das waren die definitiven Highlight-Spiele? Düsseldorf. Mhm. Also heute vor 2 Jahren, meinst du? Elfmeterschießen im DFB-Pokal in Völkling. Ja. Und mit Freddy in Pirmasens, wo wir gewonnen haben. Peter Schrappan. Das wollte ich gerade sagen. Ja. In der allerletzten, also in der Nachspielzeit, 3-2 oder sowas, ne? In der Tat, ja. Das war für mich, die Erlebnisse, ja. Gibt es Orte und Stadien, wo du sagst, da will ich nie wieder hin? Ja, zum Beispiel nach Ferl, da möchte ich nicht mehr hin. Und, aber generell, ich sage ja nichts was über andere Gegner, also alles gut. Aber nach Ferl zum Beispiel möchte ich nicht mehr hin. Aber ich würde gerne nochmal nach Waldalgesheim. Das wäre aber schön nochmal, so Freundschaftsspiel. Dann fangen wir erstmal mit dem Ferl an. Was war so schlimm in Ferl? Internet, Kabine und so weiter. Also Katastrophe. Und was ist das Schöne in Waldalgesheim? Der Kuchen. Ich dachte ja, du würdest jetzt, ich muss noch mal schnell nachschauen, ich dachte, du würdest den Balinger SC nennen. Oh. Weil da haben sie Geschichten gehört, da gibt es eine Stadionkneipe. Die Porte Rosa.
die Ponderosa Ranch. Was ist denn mit dieser Ponderosa Ranch? Da gibt es was zu trinken. Also gibt da Schnaps, ja, und ja. Und ihr habt den Service in Anspruch genommen? Ja. Erfolgreich. Also Balinger SC ginge theoretisch auch wieder. Die müssten halt jetzt ein paar Mal aufsteigen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo die mittlerweile gelandet sind. Ja, besser als wir runtergehen zu denen, ja. Ja, definitiv. Also ihr seid ja schon lange unterwegs, ne? Auch gerade zu den Auswärtsfahrten. Also sitzt da stundenlang im Bus, teilweise auch mal 2 Tage. Ja. Jetzt in so Phasen, in denen es nicht so gut läuft, wo man mal vielleicht auch 3 Niederlagen hintereinander kommentiert, wie oft fragst du dich da, warum tue ich mir eigentlich den ganzen Scheiß an? Keine Sekunde. Warum? Weil der FCS da drin ist, hier. In meinem dicken, kleinen Herzen. Aber trotzdem musst du dafür ja auch einiges in Kauf nehmen. Natürlich, aber das ist so ein Lebensgefühl. Das ist einfach nur wunderbar und vor allen Dingen auch Leute, wenn man dran denkt, die sind im Krankenhaus zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Und die haben keinen Zugriff zum Magenta dann, weil das Handy da nur irgendwie nicht geht. Wenn Fanradio. Liebend gern. Ich mache das wirklich aus Herzen. Und du machst es hin und wieder mal alleine. Ja. Meistens ist der Sven mit dabei. Auch ein sehr, sehr guter Typ, genauso wie du. Und ich vermute mal, wenn man sich nicht irgendwie auch versteht, dann ist es schwierig, wenn man dann auch 8 Stunden zusammen im Auto sitzen muss. Da gebe ich dir vollkommen recht. Sven ist ein ganz guter Typ. nee, klar, aber da gehört auch so viel dazu. Das ist einfach jetzt nur, da gehört noch mehr dazu. Der David Fischer, unser Geschäftsführer, gehört auch dazu. Der fährt uns auch immer, das muss man auch mal dazu sagen. Das ist wirklich so eine Gemeinschaft, die sich so gebildet hat. Und das ist fantastisch. Und obwohl einen Moment, den sage ich dann doch, wo es nicht so ganz geklappt hat, hat der Sven mal dieses Coca-Cola Light gekauft. Ansonsten ist alles in Ordnung, alles in Ordnung. Was ist denn mit Coca-Cola Light? Ja, da musst du ihn mal selber fragen. Ich glaube, da muss ich bald mal bei dem anrufen und fragen, was es mit dieser Coca-Cola Light-Geschichte ist. Ja, ja, in Also wir wollen aber noch 3 andere Leute auch nicht vergessen, die lange Zeit dabei waren. Rick, Ole und Freddy. Immer noch dabei, Ole immer noch dabei und der Freddy ist halt ganz speziell. Ich habe heute noch die Abdrücke auf dem Rücken nach dem Spiel gegen Düsseldorf, wo Batzi den 20. Elfmeter hält. Ich bin einfach nur umgeklappt auf den Tisch und dann kommt der Freddy und haut mir die ganze Zeit drauf. Ja, 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 ja. Und das, ja. Freddy, wunderbar. Ja, teilweise im Moment nicht dabei wegen Corona oder aber auch wegen neuem Job. Aber ja, vielleicht dann bald auch wieder in älterer oder in größerer Stärke das Fanradio. In der Tat. Hast du irgendwelche Rituale bei Spielen? Irgendwelche Sachen, die du immer machst aus Aberglaube? Ja, aber die verrate ich nicht genau, wie Dieter Ferner seine blaue Jeanshose nie verraten hat. Na gut, aber die hat ja jeder gesehen oder gerochen. In der Tat, aber ich riecht man nicht, also das ist nichts, also das ist alles gut. Also geheime Abläufe? Ja. Ich weiß nur, dass du gerne im Auto auf jeden Fall hinten sitzt, in der letzten Reihe. Das stimmt, ja. wer hat dir das verraten? Das habe ich gehört und dann ist mir eingefallen, als wir zusammen nach Zwickau gefahren sind, habe ich das nicht gewusst und da habe ich mich einfach in die letzte Reihe gesetzt und habe dir wahrscheinlich auch noch deinen Platz geklaut, ohne das zu wissen. In der Tat, aber ich war dann clever und habe mich dann vor die Toilette gesetzt, also in die Reihe da. Ne? Bei 13,5 Jahren, so grob überschlagen, dürftest du die Namen von über 200 Spielern mal in den Mund genommen haben, die beim FCS gespielt haben? Gibt es irgendwelche All-Time-Favorite-Spieler, die du hast? Ja, also Platz 1, Markus Mann. Mhm. Platz 2 ist Manuel Zeitz. Und dann kommt lange nichts. Tobi Jennicke dann noch, aber Platz 1 auf jeden Fall Markus Mann. Sehr gut. Kann, glaube ich, jeder FCS-Fan sehr gut nachvollziehen. Ja, weil der
Er ist damals weggegangen vom 1. FC Saarbrücken. Ich war sehr, sehr sauer, als er dann das Tor geschossen hat im ersten Spieltag. Der ist ja nach Wien-Wiesbaden gewechselt. Mhm. Auch dein Kopfballtor zum 1:0. Du wirst dich erinnern. Mhm. Und, aber ich habe danach, ich habe heute noch Kontakt zu ihm. Und das ist ein wunderbarer Spieler gewesen. Dann lass uns mal noch ganz kurz über die aktuelle Situation sprechen. Nach Köln hat der Baum gebrannt. Nach dem 5-1 gegen Türkgücü steigen wir wieder auf. Jetzt spielen wir am Sonntag gegen Meppen. Was glaubst du, was du da für ein Spiel kommentieren wirst? Hoffentlich ein erfolgreiches. Es wird schwer. Meppen ist schwer. Meppen ist jetzt, die haben die letzte Chance, nochmal oben irgendwie ranzukommen. Ja, mit 41 Punkten. Und ich denke mal, darauf wird es ankommen, dass wir die von Anfang an auch hinten reinlaufen, auch die Räume hinten dran bekommen. Aber es wird verdammt schwer. Und danach Braunschweig, es werden jetzt schon die Wochen der Wahrheit, wenn ich ehrlich bin. Ja, absolut. Und dann geht es irgendwann los mit Homburg im Pokal 1860, die vom Schuldenberg und so weiter. In der Tat. Was glaubst du, sag mal einen Tipp für Sonntag? Ein langweiliges 6:6. Ja, danach ist die Stimme dann aber von uns beiden im Arsch. In der Tat. Also ich wünsche mir dann eher ein 6:5 für uns. Ja. Möchte aber ganz kurz noch was anderes sagen. Und ich glaube, da kann ich tatsächlich im Namen aller FCS-Fans sprechen. Es gibt viele Leute, die das möglich machen mit dem Fanradio. David Fischer hast du gerade schon erwähnt. Andreas Schlichter macht es möglich, indem er euch sponsert. Aber das alles wäre ja nicht möglich, wenn ihr nicht so viel Herzblut und Leidenschaft da reinstecken würdet und auch so viel Zeit. Deswegen ist es mir ein Bedürfnis aus meinem blau-schwarzen Herzen, aus tiefstem Herzen mal ein fettes Dankeschön an dich zu sagen und natürlich an alle anderen Jungs, die immer beim Fanradio dabei sind. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Worte. Und jetzt trinke ich auf dich und deinen 300. Einsatz gegen Magdeburg. Prost. Prost, vielen Dank. Bis bald. Bis bald.